Liebe Topfgucker-Gemeinde, heute kommt der Hof nochmal als Vertreter der K&K-Monarchie. Die Kaiserin Maria Theresia, direkt mit den Sachsen verwandt, durch Maria Josepha aus Wien, die den Sohn von August dem Starken heiratete, im Jahre 1719, haben wir immer schon engen Kontakt. Als ich nun aus Österreich kam, brachte ich auch das Rezept des ungarischen Kesselgulaschs mit. Wie wird er nun bereitet? Also man braucht feine Zutaten, die schöne Zwiebel in feinem Schmalz oder auch in Öl glasig gebraten. Dann kommt das gemischte, mittelgroß geschnittene Schwein- und Rindfleisch dazu. Danach gibt man den gelben Paprika hinzu und die fein gewürfelten Kartoffeln. Danach als letztes gibt man Tomaten hinzu und das Ganze muss bei mäßiger Hitze köcheln. Bitte nicht zu derb kochen, sonst zerkocht euch der ganze Gulasch. Wir haben für euch schon mal etwas vorbereitet, denn es dauert ja seine Zeit. Und hier seht ihr den wunderbaren Kesselgulasch. Ein wenig scharfer Paprika darf auch dabei sein, denn die Ungarn mögen es ja doch etwas schärfer. Ja, und da kann ich nur sagen, guten Appetit. Aber bei ungarischem Kesselgulasch gehört auch noch was dazu, nämlich ein feiner Tokajer-Wein aus Ungarn und ein Palinka, der darf auch nicht fehlen. Egeschegedre. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.